Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 und dem Beagle. So, wir schauen mal. Ein Computerraum. Cool. Ah, okay. Aha. Oh, ich glaube, ich sollte mich beeilen. Oder? Offensichtlich. Na, mach doch, Lara! Das könnte jetzt... Die Frage ist... Das ist eine sehr gute Frage. Dass er nicht... okay. Interessant. Das wird interessant werden. Die habe ich schon, ne? Ja. Ich sollte erst hinten und dann vorne machen. Ach komm, ich wollte eigentlich einen Seitwärtssprung machen, aber ist egal. Was? Wie soll man das schaffen? Warum? Wie soll man das schaffen? Ist jetzt nur so eine Frage, aber gibt es da eine Möglichkeit, das zu schaffen? Oder muss ich doch zuerst den hier umschalten? Dann versuchen wir das mal. Weil anscheinend scheint das kürzer zu gehen. Ich weiß es nicht. Auf Lara. Jetzt wieder zurück. Aha. Ich habe die falsche Reihenfolge gemacht. Ja, die falsche Reihenfolge. Gut. So, da muss ich, glaube ich, wieder jetzt zurück einfach. Schön auf die Pistolen gehen, wenn nicht gerade ein Flammenwerfer-Dude kommt. Sie haben es im Moment aber auch mit Feuer, ne? Ich weiß auch genau, wo ich hin muss. Ich muss nur erstmal dahin kommen. Ich hoffe, dass jetzt keiner mehr mit Flammenwerfer unterwegs. Ja, die verunsichern mich. Ein ganz kleines bisschen zumindest. Okay. Ich sollte doch wieder zurück. A, sollte ich mich heilen. Und B, doch wieder zurückwechseln zu den guten Waffen. Warte mal, sind die guten Waffen dann nicht eher die hier? Ich glaube, ja. Alter, du bist so ein Penner, ey. Lara?
Warte mal, ich habe eine Idee. So leicht kann man Verbrennung zweiten, dritten, vierten Grades. Hast du was fallen gelassen? Du hast was fallen gelassen. Was auch immer du fallen gelassen hast, gib mal her. Aha, ein kleines Medipack. Brauche ich auch. Diese Waffe ist so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Wäre ich mal bei, ich habe jetzt alle meine Waffen wieder, ne? Ich kann ein bisschen Uzi-Action machen. Hier kriege ich nämlich den Jadedrache. Ich dachte eigentlich den Steindrache, aber okay. Ach, den habe ich ja schon, den Stein. Lara, können wir uns bitte einig sein, dass du... Sah aber auf dem Bild aus wie der Steindrache. Ich schwöre euch, auf dem Bild ist es ein Steindrache, obwohl es ein Jadedrache ist. Na dann. Ach so. Na gut. Dann gehe ich jetzt an Land und schau mal, was da noch so ist. Du Arschloch mit deinem Scheiß da. Hier soll nämlich noch ein bisschen was für mich rumliegen. Sieht man kaum, aber ist okay. Noch mehr oder war's das? Nee, das war's. Nee, das war's. So, dann schauen wir mal kurz. Ach so. Das ist ein Unterwassertunnel. Ja, nun, ne? Gott sagen, ich sollte eigentlich. Wow. Rosies, was ist falsch mit euch? Wie sie alle schon auf mich warten und sich denken, naja, wo kann ich denn da hoch, da vorne? Ah, sie ärgern sich so, nein, diese dämliche Kuh, wir wollen sie platt machen. Den Schalter umlegen. Das ist nur so eine wilde Vermutung, aber ich habe das Gefühl, diese wilde Vermutung könnte stimmen. Das macht Sinn, Leute. Das macht Sinn. Nicht. Oh, wo kommst du denn her? Nee. Nee. Was machen wir hier eigentlich? Der hat mich getötet. Wo habe ich gespeichert? Uff, Mann. Na, von mir aus. Oh nein, ich muss den Flammenwerfer-Dude nochmal machen. Mist. Verdammt. Seht ihr, Leute, speichern ist Gold. Oder Medipacks nehmen auch, wahlweise. Irgendwas dazwischen wird sein.
war meine Harpune nicht so mächtig wie seine Harpune. Das ist, das finde ich sehr ungleichberechtigend. Okay. Jetzt muss ich mir den Drachen vor allen Dingen auch noch wiederholen. Dammit. Ich muss erstmal weg von dem Arsch. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Au! Lass mich doch vorbei, du... Lebe ich noch? Natürlich nicht. Alter, läuft gerade bei mir. Aber auch nicht so gut, ne? Dämlicher Schläger-Dude, dass der mich nicht vorbeigelassen hat. In jeder Zwischensequenz kann sie jeden einfach umnieten, egal wie, ne? Aber wenn es dann ans Spielen geht, ne? Dann kann sie an so einer Kante noch niemals vorbeirennen. Danach wird erstmal gespeichert, Mann. Eventuell wird auch hier schon jetzt gespeichert, damit ich nicht den langen Weg nochmal zurücklaufen muss. Nee. Jetzt wäre der die Gaude, wenn ich einfach aus Versehen auf. Oh Gott. Na gut, das kommt mir auch entgegen. Ah, ich brenne! Alter, du bist so ein Hurensohn. Wie soll ich dich denn jetzt erledigen? Ah. Es tat weh. Okay. Jetzt hole ich mir die Harpune noch schnell. Aha. Wechsel auch schon mal auf die Harpune. Dann brauche ich nicht nochmal hochgehen. Ach, warte mal, der hat ja ein Medkit für mich. Das sollte ich mitnehmen. Mhm. So. Vor allen Dingen. Der hat nie was für mich. Das ist doch das viel Frechere dabei, dieser Flammenwerfer-Dude. Nimmst du es vielleicht jetzt mal? Dankeschön. Schnorcheln wir uns hier gegenseitig weg, oder wie? Die schnorcheln aber ein bisschen besser als ich gefühlt. Mann! Diese Harpune ist einfach der letzte Scheiß, ne? Sind sie? Irgendwas hat sich rot gefärbt. Was? Ich bin fast tot. Okay. Die waren mies, die Penner. Runter. Ich glaube, da muss ich irgendwann sogar ganz runter, aber noch nicht jetzt.
weil ich ja die Maschine brauche. Ist der tot? Ja, der ist sehr tot. Wo ist der andere? Da. Ach, Lara, echt jetzt? Nee. Okay. Gut. Jetzt nochmal speichern. Ich mache keine Fehler mehr. Dann bin ich einmal zu selbstsicher hier geworden. Ja, ja. Ach, jetzt sind sie frei und fühlen sich richtig gut dabei. Tschüss, Mann! Das klingt, als wären hier noch mehr. Vielleicht irre ich mich aber auch. Sehr fleißig, sofort anzulatschen. Oh Gott. Nein. Aha. Ja. Kann ich auch schon wieder gebrauchen, ne? Oder? Nee, ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ich frag mich, wie die mich verfolgen, ey. Achso. Ist hier noch ein Schalter? Nee. Achso. Nein! Oh. Gut. Ich weiß zumindest, was von mir erwartet wird. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Kreissäge da hinten, aber... Ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade schon mal gespeichert habe, aber egal. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann sterbe ich. Okay. Ich kann die doch bestimmt ziehen, oder? Nee. Ich? Nein. Das ist aber ein Gang. Mit dem Schalter, habe ich recht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Zum Hangar zurück, das ist doch lächerlich. Na dann, dann ab zum Hangar. Ja, ich weiß, ich könnte einen Körper machen, ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Körper geht. Ab zum Hangar, oh Gott. Ich glaube, ich höre noch mehr. Oder auch nicht zwangsläufig mehr. Doch. Oh.
Wo denn? Brauche ich definitiv Medkit. Oh Gott. Nein! Der Flammenwerfer! Oder? Hatte der einen? Nee, der hat Schrot. Gut. Alter, wie viele Leute hetzen die denn auf mich? Bertoli Bertolucci, der hat ein echtes Problem mit mir. Kann das sein? Hat er jetzt Krieg angefangen mit mir? Hab ich Krieg mit ihm angefangen? Hat er Krieg mit mir angefangen? Man weiß es noch nicht so genau. Meine Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sehr interessant. Ich schaue mir das nächste Folge an. Und haut rein.